Gesucht hat er Winterreifen, liebe Zuschauer. Gefunden hat Alex aus Köln sein eigenes Bütchen. Doch wo der 19-Jährige heute mit viel Spaß und Einsatz in seinem eigenen Laden steht, war für ihn nicht immer alles so einfach. Er bricht nämlich die Schule ab, hat keine Ausbildung und lebt auch lange Zeit auf der Straße. Doch Alex, der gibt nicht auf und kämpft sich zurück ins Leben. Schnell noch das Schild raus und dann rasch das Licht an. Alex Kulb in seinem Kiosk. Seit kurzem betreibt er den in Köln. Das Geschäft läuft gut. Dass der 19-Jährige jetzt hier arbeitet, ist mehr oder weniger Zufall. Tschüss. Gleichfalls. Zum Kiosk bin ich gekommen, indem ich nach Winterreifen gesucht habe im Internet und habe da eine Anzeige gesehen über einen Kiosk in der Südstadt. Ich denke, ach, das kennst du ja, ist an der Bottmühle. Und bin dann da mal reingegangen und habe mir das angeschaut und dann habe ich gedacht, hier kann man noch viel draus machen. Es war wirklich relativ tot und für die Lage ist das eigentlich echt eine Verschwendung. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann krallst du es dir unter den Nagel und dann machst du was Anständiges draus. Gemeinsam mit Freund Felix, der Alex hilft, hat er dann den Kiosk gemietet und renoviert. Alex' Jugend war nicht einfach. Jahrelang war er ohne feste Bleibe, auf sich alleine gestellt, ging nicht zur Schule, jobbte rum. Also ich war damals gezwungenermaßen ohne festen Wohnsitz und dadurch war ich halt auch oft bei Freunden am Schlafen, am Wohnen. Hatte da Gott sei Dank gute Freunde, wo ich mich dann über Wasser halten konnte und so habe ich mich dann halt aufgerupft, habe dann verschiedene Jobs gemacht, mich weitergearbeitet und so kam ich dann, sage ich mal, ins Arbeitsleben wieder rein. Wer alles versagt hat und was mit seinen Eltern ist, darüber will er nicht sprechen. Ist auch keine Zeit dafür, denn Gisa, die nächste Kundin, ist da. Das wär's. Und die Schulden von gestern, die 50 Cent. Einige wissen hier, wie schwer es Alex hatte. Ich hatte also eigentlich immer sehr viel davon, wenn sich jemand selbstständig macht und sich da reinsetzt und boxt und freundlich ist. Vor allen Dingen. Ist er das? Ja, das ist er. Worüber redest du mit den Kunden so? Es kommt drauf an, je nachdem, was sie auch kaufen und wofür sie es brauchen. Manche kommen hin und brauchen was fürs Krankenhaus, weil sie da Leute besuchen, hier im Klösterchen, und dann gebe ich auch gerne eine Beratung und dann erfährt man meistens auch, wer da drin liegt, ne, und was passiert ist. Und so kommt man in die verschiedensten Gesprächsthemen. Zwischendurch Süßes nachfüllen, auch hier der Verkaufsschlager. Der Jungunternehmer weiß, was derzeit gerade besonders in ist. Diese kleinen Instant-Nudeln holen immer die Schüler, schmeißen die Pausenbrote von der Mutter in den Müll und dann holen sie die Tütchen, bröseln die und futtern die so. Jeden Tag. Nichts für Oma Huguet. Sie kauft hier Kaffee und Plätzchen. Vor allem aber plaudert sie gerne mit dem attraktiven jungen Mann. So, wir haben ja heute ganz schönes Wetter, ne? Nee. Trotzdem kommen die alten Damen immer noch bei dir kaufen. Ne? Kannst direkt wieder mitnehmen. Ohne Schirm sogar. Und sonst alles glatt. Was dir warme Gedanken macht, ist das Wetter auch besser. Ne? Ist er immer nett zu den Leuten? Doch, sehr, sehr. Ne? Auch schon mal Charmeur, ne? Naja. Flirtet er auch mit den Frauen? Ja, selbstverständlich, sogar mit mir. Das darf er ja auch. Ich bin ja aus dem Alter raus, wo es gefährlich wird. Ne? Die nächste Kundin eilt herein. Mittlerweile hat Alex sein Auskommen. Der Weg vom Ex-Obdachlosen zum Kioskbetreiber war hart. Ich habe jahrelang alles zusammengespart, hatte einen Autounfall, habe dadurch eine Entschädigung bekommen und das Geld direkt reinvestiert. Wie viel musstest du investieren, um diesen Kiosk zu eröffnen? Zum Eröffnen musste ich ca. 6.000 Euro zur Abnahme und habe natürlich jeden Cent, der dann wieder reinkam, reinvestiert. Er arbeitet rund um die Uhr, hat kaum Freizeit und manchmal ist es ganz schön anstrengend. Kästen schleppen, Getränke auffüllen, Pizza backen. Alex kommt so manches Mal ins Schwitzen. Als Kioskbesitzer ist man auch so ein halber Koch, oder? Man ist alles in einem. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man macht meistens mehr, als man sich vorstellt. Wenn man das dann auflistet und dann mal am Ende des Tages draufschaut, hat man im Endeffekt 5 Jobs gleichzeitig. Einmal im Monat wird der Laden zur Event-Location. Kleinkunst im Kiosk. Das kommt richtig gut an. Die ersten Eintrittskarten werden schon abgeholt. Ulla, die junge Frau hatte reserviert. Und zwar eine Karte für Kabarett. Das alte Huhn. Aus Getränkekästen und einer alten Tischplatte wird die Bühne. Abends stehen hier Kabarettisten, Kleinkünstler, Musiker. Machst du selber mit oder stellst du nur den Raum zur Verfügung? So gut bin ich nicht. Ich organisiere alles, baue alles mit auf, arbeite damit echt Kabarett zusammen. Und wenn ich irgendwann mal witzig bin, dann mache ich das auch.
Vielleicht klappt das ja auch noch. Jetzt denkt er erstmal wieder ans Geschäft und verkauft zwischendurch noch schnell eine Limo. Am Abend ist der Kiosk brechend voll. Mit dabei auch der Kölner Kabarettist Jürgen Becker, der gleich auf der Bühne stehen wird. Und ein neugieriges und kleinkunstinteressiertes Publikum. An so einem Abend ist Alex ganz besonders stolz auf das, was er geschafft hat.